Mit den Worten von Richard von Weizsäcker, Bundespräsident AD, stellen wir Ihnen anlässlich des 15-jährigen Bestehens die sozialtherapeutische Wohnstätte in der Fabrikstraße Delitzsch vor. Nicht behindert zu sein, ist wahrlich kein Verdienst, sondern ein Geschenk, das jedem von uns jederzeit genommen werden kann. In unserer Wohnstätte sind Sie dann richtig, wenn Sie einen Ort der Geborgenheit, des Angekommenseins, des Ausruhens und bedarfsgerechter Hilfe suchen. Die sozialtherapeutische Wohnstätte des Behindertenzentrums des Landkreises Delitzsch GmbH gibt Ihnen die notwendige Sicherheit, das erforderliche Vertrauen und das notwendige Wohlgefühl, um sich zu Hause zu fühlen. Nach der Grundsteinlegung 1997 wurde am 1. Oktober 1998 die Wohnstätte für chronisch psychisch kranke Menschen in der Fabrikstraße Delitzsch eröffnet. Seit nunmehr 15 Jahren wohnen 32 Menschen in der Wohnstätte Fabrikstraße. Dezember 13 Uhr. Im liebevoll vorbereiteten Speisesaal der Werkstatt für behinderte Menschen wartete man auf Bewohner und Gäste, um das 15-Jährige der Fabrikstraße würdig zu begehen. Dezember, 14 Uhr. Bewohner und Gäste aus Politik, Wirtschaft und des öffentlichen Lebens würdigten das Jubiläum mit einer emotionalen Feierstunde. Wir zeigen hier Auszüge. Junge Musiker der Kreismusikschule Heinrich Schütz leiteten musikalisch die Feierstunde ein. Der Geschäftsführer des Behindertenzentrums des Landkreises Delitzsch GmbH, Hannes Markert, würdigte in seiner Ansprache die Arbeit der Mitarbeiter der Wohnstätte und sprach von zutiefst menschlichen Bindungen, die das Personal der Wohnstätte zu den Bewohnern aufgebaut habe. Dies sei nur durch die tägliche hohe Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter zu schaffen, die ständig mit den Bewohnern arbeiten. Ich sage immer, das ist ähnlich wie zu Hause, nicht? Wenn man zu Hause das macht, letztendlich ist eine Familie da, ist wie gesagt, für seine Familie sorgt, für seine Kinder, dann ist das hier nicht anders. Und das ist ganz, ganz einfach gelebte Menschlichkeit, gelebter Humanismus und so soll es auch sein. Ich sage ganz nochmal herzlichen Dank. Und Frau Dorn, an Sie ganz einfach nochmal mein ganz herzlicher Dank. Das war eine Replik 15 Jahre zurück, wie die Anfänge waren, Sie haben es gesagt. Ich glaube, es war wirklich die schwerste Zeit, der Übergang, ganz einfach die Enthospitalisierung greifbar zu gestalten, der Umzug ganz einfach hierher, das Ankommen hier, was beginnt hier ganz einfach ein neues Leben, was muss gelernt werden. Ich glaube, das war fürs Team emotional sehr bindend, das war fachlich sehr bindend, das war sehr anstrengend. Aber am Ende ist es das Schönste dieser Welt, Menschen ein Zuhause zu geben, sie zu umsorgen mit sehr viel Liebe. Frau Dorn, an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlichen Dank für Sie und Ihr Team für diese tolle Arbeit. Wie fanden Sie denn die Atmosphäre zur großen Feierstunde? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin emotional sehr berührt. Ja, dass das Team hier in der Fabrikstraße so eine Arbeit leistet, das wusste ich immer schon. Und man merkt es auch an den ganzen Feierlichkeiten, die übers Jahr stattfinden. Ist es Peter und Paul, Landesernedank fürs andere Veranstaltung, das kennt man schon. Aber wie berührend heute diese Festveranstaltung genutzt wird, um diese 15 Jahre Revue passieren zu lassen. Mit wie viel Emotionen da
ganz einfach gestaltet wurde. Das ist für mich beeindruckend. Das bleibt im Kopf hängen und ganz einfach. Und das wird auch die nächsten Jahre auch prägen. Nämlich, was ist Schöneres, dass man sagen kann, mit so einem Team zu arbeiten, die ganz einfach wie Menschen da sind, ihre Liebe geben, ihr Herz öffnen. Also ich bin heute ganz einfach sehr, sehr glücklich, dass ich und stolz, wie ich vorhin gesagt habe, bei so einem Team vorstehen zu dürfen. Die Kreisdezernentin Angelika Steuer überbrachte die Grüße und Glückwünsche des Landratsamtes Nordsachsen und mit den Worten: Sie dürfen stolz auf Ihre Arbeit sein, die Vor- und Fürsorge unter dem Aspekt der komplizierten Betreuung und Pflege setzt immer hochqualifiziertes und hochmotiviertes Personal voraus, bedankte sie sich gemeinsam bei den Mitarbeitern der ersten Stunde. Der Dank ging an Karin Dorn, Antje Orivol, Gisel Kleemeyer, Heike Vogel, Catherine Kretschmer und Andrea Grehe. Elisabeth Tennert gehört zu den ersten Bewohnern, die von Altscherwitz nach Delitzsch gezogen sind. In bewegenden Worten schilderte sie, wie ein Tag in der Fabrikstraße verläuft. Hier ist mein Zuhause, in dem ich mich wohlfühle und meinen jetzigen Lebenspartner kennengelernt habe. Ich habe den Vertreter der Stadt Delitzsch am Mikrofon, den Bürgermeister Thorsten Schöne. Schön, dass Sie da sind. Ja, ich muss sagen, wir sind ganz, ganz stolz auf Stadt Delitzsch, dass die Behinderten GmbH mit all ihrem Engagement, sei es in diesem Wohnstättenbereich, sei es aber im werkstättlichen Bereich, in der Produktion, aber auch in der ganzen Darstellung der Stadt so präsent ist. Und was mich besonders freut, ist, dass über viele Jahre hier Fürsorge für Behinderte nicht nur ein Wort ist, sondern gelebt wird, intensiv gelebt wird. Und die Stadt, die Bürger dieser Stadt nehmen das ganz, ganz positiv wahr. Und wir glauben auch, dass sich die hier Behinderten zu pflegenden und arbeitenden Personen wohlfühlen. Das haben wir vorhin gesehen bei den Reden, bei den Darstellungen im Film. Die Rede der Bewohnerin selbst hat mich sehr emotional berührt, wie ihr Tagesablauf hier ist, wie toll das Ambiente ist, wo sie sich aufhält schon viele, viele Jahre. Und wir sind froh über diese Entwicklung und können uns ganz gar nichts anderes vorstellen. Mit einem vorweihnachtlichen Programm erfreuten die Sitas vom Hort am Rosengarten die Gäste. Nylonmantel, wer das noch kennt, angezogen, ihr Kopftuch aufgesetzt und ihre Schürze umgebunden. Und ich denke, wir haben Karin Dorn, Leiterin der Wohnstätten des Behindertenzentrums des Landkreises Delitzsch, erinnerte mit ihren Worten an die Anfangszeit. Schrittweise mit der notwendigen Sensibilität erfolgte mit der Eröffnung der Wohnstätte die Aufnahme von Bewohnern aus dem Fachkrankenhaus Altscherwitz. Wir haben uns bewusst für die Enthospitalisierung entschieden
und mit einem völlig neuen Team der Aufgabe gestellt, diese Menschen in das gesellschaftliche Leben einzugliedern. Das sei täglich ein schwieriger Prozess und der Kontakt zu den Bewohnern durch Vertrauen und Zuwendung geprägt. Das war eine tolle Überraschung, eine sehr angenehme Feierstunde. Und die Worte, die auch eine Frau Steuer an uns gerichtet hat oder unser Herr Marker, die taten uns alle gut. Die Arbeit macht mir sehr viel Spaß und ich bin heute angenehm überrascht geworden. Es tat mir so gut und es tat mir, ich kann das gar nicht mit Worten beschreiben, dass ich von jedem eine Rose geschenkt bekommen habe. Wir haben das gesehen und wir bedanken uns ganz herzlich. Wir lassen Sie jetzt in Ruhe, ich werde noch ein bisschen weiterfeiern, die Karin. Das sind 15 Jahre Fabrikstraße, die Wohnstätte. Vielen Dank. Dankeschön. Sehr bewegend der Augenblick, als alle Bewohner der Fabrikstraße eine persönliche Rose übergaben. Karin Dorn war mehr als überwältigt. Bitte, bitte. Hannes Markart, der Geschäftsführer des Behindertenzentrums, lud nun zu Kaffee mit Plätzchen und Kuchen sowie zu tollen Gesprächen ein. Musikalisch mit den Instrumentalisten der Kreismusikschule Heinrich Schütz ging die Feierstunde zu Ende.